Der britische Autor Terry Pratchett, der vor allem für seine Romanreihe Scheibenwelt bekannt war, starb am 12.03.2015 an Alzheimer. Und für seine Fans und oder für die, die mit dem Namen Terry Pratchett nicht wirklich viel anfangen können, möchte ich sein Leben und sein Werk zumindest nochmal für ein paar Minuten aufleben lassen. Sir Tansley David John Pratchett wurde am 28. April 1948 in Beaconsfield, England, geboren. Er war das einzige Kind von David und Ellen Pratchett. In frühen Jahren hatte Terry sehr viel Interesse für Raumschiffe, Planeten, Science Fiction. Da war es nicht verwunderlich, dass Terrys Traumberuf Astronaut war. Er besaß auch ein Teleskop, mit dem er teilweise stundenlang den Nachthimmel Da beobachtete. war es auch klar, Dass sein erstes Werk, was er mit 13 Jahren in einer Schülerzeitung veröffentlichte, sich in der Kategorie Science Fiction einordnen lässt. Der Name dieses Werkes lautet The Hades Business, was dann später, als er 15 war, auch in den Science Fantasy Magazine veröffentlicht wurde. Mit 17 verließ er die Schule und arbeitete fortan als Journalist für die Books Free Press. 1986 gelang es ihm, durch ein Interview seinen ersten Roman zu veröffentlichen, Die Teppichvölker. Danach folgten 1976 The Dark Side of the Sun. und Strader 1981. 1986 heiratete er Lynn Marian Purvis. Ihre Tochter Diana ist ebenfalls als Autorin tätig, aber im Videospielbereich. Dort hat sie Drehbücher bzw. die Geschichte für Spiele wie Mirror's Edge, Prince of Persia 2008, Risen, Tomb Raider 2014 und Thief geschrieben. 1980 wurde er Pressesprecher von CEGB, Central Electricity Generating Board. Er veröffentlichte 1985 seinen ersten Scheibenweltroman Farbe der Magie. Als dann klar wurde, dass er von denen, was er bei seinen Büchern verdient, leben konnte, gab er seinen Job bei CEGB auf und veröffentlichte nun ungefähr zwei Romane pro Jahr. 1986 war er der erfolgreichste britische Autor. Später musste er diese Position an J.K. Rowling abgeben, aber er ist immer noch der zweiterfolgreichste britische Autor. Bevor ich jetzt aber noch weiter über sein Leben rede, möchte ich zumindest ein paar Worte über sein Werk verlieren. Denn das habe ich ja am Anfang zumindest angekündigt und bin euch das in gewisser Art und Weise deshalb auch schuldig. Terry Pratchett hat weit über 50 Romane veröffentlicht, davon sind circa 40 Scheibenweltromane. Das Spektrum dieser Romane reicht von Science Fiction über Fantasy, realistische Romane bis zu Horror. Also ist wirklich für jeden was dabei. Aber was ist jetzt Scheibenwelt überhaupt? Es ist halt eine Scheibenwelt, also so rund wie eine Pizza. Und diese Scheibenwelt steht auf vier Elefanten. Und diese vier Elefanten stehen wiederum auf einer gigantischen Weltraumschildkröte, die durch den Weltraum fliegt. Hört sich ziemlich beknackt an auf den ersten Blick. Und das ist es auch. Es ist eine beknackte Fantasy-Welt mit allem, was dazugehört. Zauberern, Drachen, Hexen, der Tod, Gnomen, Zwergen, alles da. Und da gibt es dann verschiedene Romanreihen, zum Beispiel Zauberer-Romanreihe, Hexenromanreihe, Todromanreihe und so weiter und so fort. Spielt dann auch in verschiedenen Zeitepochen, zum Beispiel am Anfang, wo die Welt geschaffen wird, in einfach göttlich. Und dann gibt es einen Roman, wo es dann eine Eisenbahn gibt, das heißt dann volle Kraft oder voller Dampf voraus. Und das ist Scheibenwelt. Natürlich hat er auch noch viele andere Romane veröffentlicht, aber außer Scheibenwelt habe ich nur in Nation oder auf Deutsch eine Insel gelesen. Das spielt in einer fiktiven Variante des 17. Jahrhunderts und da wird eine Insel von einer gigantischen Welle überrollt. Also ist nichts mehr da. Und Mao, der zum Stamm dieser Insel gehört hat, muss dann mit der Hilfe von Daphne ein Hosenmädchen, also ein normal zivilisiertes Mädchen aus Britannien, die Welt wieder aufbauen. Obwohl die beiden sehr verschieden sind und eigentlich auch nicht dieselbe Sprache sprechen, nähern sie sich immer mehr an und es entsteht eine wunderbare Romanze. Nee, es entsteht keine Romanze. Es ist aber trotzdem sehr gut, wirklich sehr empfehlenswert. Und jetzt machen wir weiter mit seinem Leben. Im Dezember 2007 gab Terry Pratchett bekannt, dass er an einer seltenen
früh auftretenden Form von Alzheimer erkrankte. Nach eigener Aussage gab er seinen Führerschein ab und er sagte ebenfalls, dass er Probleme mit dem Maschinenschreiben bekam, weshalb er sich von nun an auf die Spracherkennung verließ, mit der er auch seine letzten Romane schrieb bzw. sprach. Terry Pratchett sagte auch, dass er einen Hintern eines toten Maulwurfes essen würde, wenn ihnen das helfen würde. Er kritisierte in den Medien auch stark, dass zu wenig Mittel bereitstehen würden, um Alzheimer zu erforschen, weshalb er dann auch mehrere Millionen an die Alzheimer Research Trust spendete. In diesem Zusammenhang sprach er noch das Thema Sterbehilfe an und startete eine Kampagne dagegen, dass die Sterbehilfe in Großbritannien verboten ist. Er produzierte auch einen BBC-Dokumentarfilm, in dem er zwei Menschen zum Freitod in die Schweiz begleitete. Am 18. Februar 2009 wurde er von der Queen im Buckingham Palace zum Ritter geschlagen. Am 28. April 2010 wurde ihm von den King of Arms ein eigenes Wappen verliehen. Und am 12. März 2015, im Alter von 66 Jahren, starb er in seinem Zuhause, ein Anwesen in Broad Clay in der Grafschaft Wiltshire. Das war jetzt mein Tribut- bzw. Biografie-Video zu Terry Pratchett. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht oder hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Lion, if you have that much pride, or with an elephant, if you're rather wide, you can with a grizzly if you give him a hug. Oh, with a bullfrog if you give him a bug. A giraffe, you can stand on a chair, but the hedgehog can never be buggered at all. The hedgehog can never be buggered at all. Buggered at all, buggered at all. The hedgehog can never be buggered at all. Buggered at all. Good with a hen, cause an egg will fit in. But with a worm if you're pointy and thin. With a snake if you're incredibly long. Or with a gorilla if you're really that strong. With a boa constrictor if he's your main squeeze. With a big German shepherd if you don't mind the fleas. You can with a snail if you're slow to a crawl. But the hedgehog can never be buggered at all.